Später dann für 7 Jahre in verschiedene Arbeitslager. Durch ein Wunder wurde ich 1992 schließlich aus dem Arbeitslager entlassen. Nach meiner Entlassung wusste ich, dass ich nicht länger in meinem Land bleiben konnte und flüchtete nach Südkorea. Ich war in einem Arbeitslager in der Provinz Pyongyang-do gefangen. Nachdem ich verhaftet worden war, verbrachte ich 14 Monate in einer kalten Gefängniszelle. Ich wurde so misshandelt, dass meine Gesichtsmuskulatur bis heute nicht mehr normal funktioniert. Oft wurde ich nachts aus der Zelle geschleift und musste mich draußen bei einer Temperatur von minus 35 Grad aufhalten. Meine Glieder sind mir erfroren. Ich habe immer noch Probleme mit meinen Beinen. Man hat mir auch 8 Zähne ausgebrochen. Ich musste so schwer arbeiten, dass ich auch heute noch überall Schmerzen habe. Aber inzwischen ist es schon besser geworden. In einem Lager waren über 2000 Frauen eingesperrt. Viele waren verhaftet worden, weil sie Kritik an der Regierung geäußert hatten. Ich habe viele Dinge gesehen, die mir das Herz zerrissen haben. Zum Beispiel wurde eine Mutter von 2 Kindern, 5 und 7 Jahre alt, ins Lager gebracht. Ihre Kinder waren sehr hungrig und sie hatte deshalb auf den Feldern nach Nahrung gesucht. Die Polizei verhaftete sie, nachdem sie auf eine Frage, die ihr gestellt wurde, antwortete: Wie kann man zulassen, dass unsere Kinder verhungern? Das war Grund genug, sie ins Gefängnis zu bringen. Viele Frauen im Lager waren schwanger, aber Christinnen durften ihre Babys nicht zur Welt bringen. Bei Christen werden die Kinder bis in die 3. Generation ausgerottet. Wenn Christinnen in dem Lager schwanger wurden, spritzte man ihnen Gift, damit ihre Kinder tot geboren wurden. Die werdenden Mütter litten 24 Stunden lang schreckliche Schmerzen, bis das Kind gestorben war. Wenn das Baby doch lebend zur Welt kam, wurde es von einem Aufseher vor den Augen der Mutter getötet. Im Lager habe ich Menschen kennengelernt, die nur gebeugt umhergingen. Sie glaubten an den Himmel und die Wächter sagten, dass sie verrückt wären. Zunächst habe ich ihnen das geglaubt. Aber in den 7 Jahren habe ich herausgefunden, dass sie nicht verrückt waren, sondern an Jesus glaubten. Die Aufseher gaben ihnen immer die gefährlichsten Arbeiten. Hunderte von Menschen saßen im Lager, nur weil sie an Jesus glaubten. So sehr sie auch gequält wurden, verleugneten sie ihren Glauben nicht. Und im Moment ihres Todes riefen sie: Herr, Herr! Ich habe gesehen, wie sie oft im letzten Moment vor dem Sterben einander an den Händen fassten und ein Lied sangen.
So etwas kannte ich nicht, dass Menschen in solchen Umständen mit so viel Freude solche Lieder singen können. Wenn sie dann ihre Lieder sangen, gingen die Wächter zu ihnen hin und traten ihnen ins Gesicht, bis sie völlig entstellt waren. Manchmal sehe ich sie noch vor meinen Augen und höre ihren Ruf: Herr, Herr. Solange sie noch Leben hatten, blieben sie ihrem Gott treu. Diese Bilder ihres Leidens kann ich nicht mehr vergessen. Die Gefangenen bekommen sehr wenig zu essen und müssen 18 Stunden täglich hart arbeiten. Man gibt ihnen nur so wenig Wasser zu trinken, dass ihre Körper eingetrocknet sind. Ihre Schultern sind geschwollen von der Arbeit. Und weil sie nicht zum Himmel aufschauen dürfen, hatten sie einen krummen Hals. Nirgends auf der Welt leiden Christen so sehr wie in Nordkorea. Ich möchte Sie bitten, ernsthaft für Nordkorea zu beten und mit Open Doors eine weltweite Gebetsbewegung in Gang zu bringen. Würden Sie bitte für folgende drei Anliegen beten? Beten Sie, dass Kim Jong-ils teuflisches Regime zerbrochen wird. Und beten Sie, dass Gott sein Herz verändert. Zweitens, bitten Sie für die Befreiung der Gefangenen und dass die Christen frei ihre Gottesdienste feiern können. Als drittes möchte ich Sie bitten, für die Flüchtlinge zu beten, die wegen des Terrors von Kim Jong-il aus ihrem Land geflohen sind. Beten Sie, dass sie mit dem Evangelium in Kontakt kommen und Gott kennenlernen. Ich wurde von Kim Il-sung ausgewählt, um nach 7 Jahren freizukommen. Als ich freigelassen wurde, waren alle 6.000 Gefangenen auf dem Appellplatz anwesend. Sie saßen auf dem Boden oder sie knieten. Als mein Name aufgerufen wurde, schauten alle Gefangenen zu mir her. Selbst die Christen, die sonst den Kopf nicht heben dürfen, weil sie an Gott glauben. Wenn sie aufschauen, werden sie normalerweise in eine Isolierzelle gesperrt oder gleich getötet. Alle schauten mich an und baten mit ihren Augen: Die Freiheit ist nicht nur für dich. Du bist jetzt frei, um draußen von uns zu berichten. Denk nicht nur an dich, denk auch an uns. Ich
Ich werde dieses Leuchten in ihren Augen nie vergessen. Die Augen bettelten: Geh in die Welt und sag allen, wie wir hier leiden müssen. Wir gehen hier elendig zugrunde und niemand weiß etwas davon. Ich war 7 Jahre lang zusammen mit Christen gefangen und das hat meinen Glauben sehr stark gemacht. Die erste Bibel habe ich dann erst in Südkorea gesehen. Ich erinnere mich an ein Lied, das die Christen sangen, während sie sich an den Händen hielten, wenn die Wächter zum Essen weg waren. Das Lied hat sich mir eingeprägt, seit ich es das erste Mal hörte, als die Christen es beim Sterben sangen. In keinem Land werden Christen so hart verfolgt wie in Nordkorea. In diesem Land werden die Christen gejagt von der Geheimpolizei, sie kommen in Arbeitslager und sie werden bis zum Tode hin gequält. Das Ziel ist, dass sie ihren Glauben an Jesus Christus aufgeben. Aber es ist dem Regime nicht gelungen, die Christen auszurotten in diesem Land. Es sind viele Untergrundchristen, die ihren Glauben leben, im Geheimen, im Verborgenen, in Verstecken unter großer Angst. Aber sie wissen, dass sie mit Jesus Christus einen Fels haben in dieser schwierigen Zeit. Was diese Christen brauchen, auch die in den Arbeitslagern, ist Gebetsunterstützung. Sie brauchen konkrete Hilfe, damit sie standhaft bleiben im Glauben. Kürzlich hat die Untergrundgemeinde Nordkorea eine Gebetskampagne gestartet, weil sie spüren, dass in Nordkorea das Regime am Wackeln ist. Der Führer Kim Jong-il ist schwer krank und es gibt Machtkämpfe im Hintergrund. Die Untergrundgemeinde glaubt ganz fest, dass sie mit dieser Gebetskampagne einen Durchbruch erzielen kann, denn Gebet ist eine große Kraft. Open Doors hat für diese Gebetskampagne ein Heft rausgegeben, eine Gebetsausgabe Nordkorea mit Gebetsanliegen, und ich möchte Sie ganz herzlich bitten, ein Teil dieser Gebetskampagne zu werden. Dieses Gebet, Ihr Gebet, wird Großes bewirken. Wir glauben fest daran, dass es die Zeit reif ist, dass dieses Regime abberufen wird. Ich möchte Ihnen herzlich danken, dass Sie mitmachen, und dieses Heft können Sie kostenlos bei Open Doors bestellen. Gott segne Sie. Israels zum Ziel gesetzt.